Hallo, liebe PerlTV-Zuschauer, schön, dass Sie noch dabei sind. Jetzt möchten wir uns mal ein bisschen ums Thema Haushalt kümmern. Und zwar gehen wir kreuz und quer durch den Haushalt. Vom Reinigen über Sicherheit bis zum richtigen Klima. Das Ganze, wie Sie es gewohnt sind von PerlTV, für kleines Geld und hocheffektiv. Und beginnen wollen wir mit einem kleinen Helferlein. Ja, und das kennen Sie vielleicht, abends oder täglich Staubsaugen. Und irgendwann sagt man, oh nee, ich habe keine Lust mehr. Wie schön wäre es doch, wenn man da ein kleines Helferlein hätte. Früher hat man von Mainzelmännchen gesprochen, die nachts kommen oder tagsüber in die Wohnung durchsaugen. Und wenn man abends heimkommt, ist alles fertig. Ja, so ein kleines Heinzelmännchen haben wir jetzt für Sie. Und mit mir im Studio ist der Kai Engelmann. Und Kai, du hast ja so einen Staubsaugroboter selber zu Hause. Und das ist ein Traum, oder? Also ich habe irgendwann mal überlegt, gehe ich jetzt den Trend mit und lasse zu Hause saugen. Und ich finde das Weltklasse, denn Staubsaugen interessiert mich nicht mehr. Das macht der kleine Kollege, den wir hier stehen haben, nämlich unser Sichler Staubsaugerroboter. Und was der alles kann, das schafft keine Putzfrau. Denn eine Putzfrau kann ich leider Gottes nicht so programmieren, dass die mir 5 bis 6 Mal in der Woche genau um die Uhrzeit den Laden tipptopp hält, so wie ich mir das vorstelle. Hier mit unserem Sichler Staubsaugerroboter geht das schon. Und das Tolle ist, dass der Ihnen zu Hause auch nichts umwirft, nichts kaputt macht und seine Arbeit ganz leise und fröhlich tut. Und Sie können in der Zeit genau das machen, wo Sie Lust drauf haben. Ich finde sowas klasse, denn das erspart mir Stunden in der Woche und vor allem auch Folgekosten. Das ist nämlich für mich ein großes Ärgernis gewesen. Immer man kommt in einen Elektrofachmarkt und braucht Staubsaugerbeutel. Man steht da vor einer Wand, gefühlt 40 Kilometer lang, 18 Kilometer hoch und dann fragt man irgendeinen von diesen Herrschaften da drin, ich bräuchte für den und den Staubsauger einen Staubsaugerbeutel. Urplötzlich stehen da 2 Leute vor der Wand und kennen sich nicht aus, weil du weißt überhaupt nicht, was für einen Staubsaugerbeutel man noch nehmen soll. Das ist ja Irrsinn heute. Und dann am Schluss habe ich mal hochgerechnet, habe ich im Jahr ungefähr 120 Euro nur für Staubsaugerbeutel rausgeschmissen. Wow. Irrsinn. Wow, ja, stimmt, die sind auch noch richtig dreckig. Also das ist natürlich auch noch ein weiterer Pluspunkt unserer Staubsaugerroboters, denn wir haben hier einen festen, ja, immer wieder verwertbaren Staubbehälter. Der befindet sich im flachen Teil und der Kai wird uns das gleich zeigen. Aber Kai, wir können ja hier viel theoretisieren. Lass ihn doch einfach mal laufen. Wir haben ihn jetzt mal ein bisschen, ja, schmutziger gemacht, als es vielleicht im normalen Haushalt ist. Wir haben Konfetti verteilt. So, und jetzt starte ich den Staubsauger einfach, beziehungsweise Kai macht das. Und eine Fernbedienung ist auch noch dabei. Das heißt, ich kann ihn also auch noch per Fernbedienung steuern, kann ihm aber auch wochenweise ein Putzprogramm einprogrammieren. Ja, Montag Schlafzimmer, Dienstag Wohnzimmer, Mittwoch die Küche und so weiter und so fort. Und dann fährt der kreuz und quer, bis wirklich alles sauber ist. Ja, und schön ist, um den Strom brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen, denn wenn er merkt, oh, Akku leer, dann fährt er selbstständig wieder zurück zu seiner Dockingstation, zu seinem Aufladestation und füllt ganz einfach sein Akku wieder auf. Und das sind genau die Punkte, die so angenehm sind. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das ist ein absolut zuverlässiger Geselle und der putzt genau immer dann, wenn ich es ihm sage. Das heißt, kein Urlaubsanspruch. Natürlich dann auch immer zu Zeiten, wo vielleicht andere Leute sagen, habe ich keine Lust dazu. Und Sie hören es vielleicht, man hört nämlich so gut wie gar nichts. Das heißt also auch mal am Sonntag schnell durchsaugen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und dadurch, dass ich den jetzt wirklich vorprogrammieren kann, arbeitet er dann auch immer zu Zeiten, wo der mich zu Hause auch nicht stört. Das finde ich eine ganz bequeme Sache. Und wenn Sie sich den jetzt zulegen, und das sollten Sie wirklich tun, und er fährt bei Ihnen zu Hause wie ein Irrer durch die Wohnung, dann hat das seinen Sinn. Denn der weiß ja sozusagen im ersten Moment nicht, wie Ihre Wohnung aussieht. Und durch so ein Zufallsprinzip jagt er durch die Wohnung und macht bei Ihnen alles wieder tipptopp sauber. Ja, und das Schöne ist, ja? Ja, vorsichtig, wenn man Haustiere hat, die Katze könnte etwas allergisch reagieren, der Hund könnte ein bisschen durchdrehen, vielleicht beim ersten Mal einfach mal selbst dabei sein. Hier haben wir es gerade im Einspieler gesehen, Akku war leer, er fährt selbstständig wieder auf die Dockingstation, während er hier bei uns noch ein volles Akku hat und einfach Quadratmeter für Quadratmeter saugt. Und das macht er so lange, bis die Sensoren sagen, jawohl, ist sauber und hier bin ich fertig. Und wenn er mal länger braucht, wenn es stärker verschmutzt ist, berechnet er auch keine Überstunden. Nein, der ist ganz, ganz genügsam und er macht genau das, was Sie ihm auch sagen. Und das Ganze zu einem wirklich bezahlbaren Preis. Wenn ich bedenke, die ersten Putzroboter, ja, 700, 800, 900 Euro. Ich kann mir noch einen Preis von 1200 Euro hören. Ja. War ganz normal. Dann muss ich sagen, hier wird dieses Helferlein wirklich bezahlbar. Mit 189,91 Euro und der ist in 3-4 Tagen bei Ihnen mit unserem Partner DHL.
Und dann wird einfach geputzt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Stört also nicht und ist absolut zuverlässig. Und Sie werden gleich bei uns sehen, wie sauber der Boden noch geworden ist. Von ganz allein, wie von Zauberhand. Und jetzt muss man sich das vorstellen, man kommt abends, was weiß ich, wenn man Feierabend hat, 17.30 Uhr nach Hause und alles ist sauber. Also ich finde das mal eine ganz, ganz tolle Vorstellung. Was mir bei dem noch gut gefällt, ist, dass der auch noch mit UV-Licht arbeitet. Das heißt zum Beispiel, Keime, Bakterien, die im Bad oder in der Küche auf Fliesen zurückbleiben, die nimmt der auch noch mit weg. Und die Lautstärke ist einer der ganz entscheidenden Vorteile, warum ich mich für einen Staubsaugerroboter entschieden habe. Denn Sie hören so gut wie gar nichts mehr von dem. Und jetzt, ganz wichtig noch, das möchte ich Ihnen schnell zeigen, hier aufmachen. Und da ist ein dauerhafter Staubfilter mit 0,5 Liter Füllinhalt drin. Den können Sie auch ganz einfach unter fließend Wasser sauber machen. Das heißt, keine Folgekosten mehr. Mhm. Wenn der sauber ist, kommt der wieder rein und dann geht's weiter. Und sollte tatsächlich der Strom ausgehen, macht er das wirklich perfekt, dann geht er nämlich an seine Ladestation, du hast es ja gerade gesagt, und nuckelt da so lange, 3, 3,5 Stunden, bis er dann wieder 90 Minuten komplett durchsaugen kann. Sie sollten das ausprobieren, denn einfacher kann man sich's zu Hause im Haushalt nicht gestalten. Und unser Sichler Premium Staubsaugerroboter sieht auch noch rattenscharf aus. Dieses dunkelrot Metallic, das hat so ein bisschen was vom Sportwagen. Ja, irgendwie schon, ja. Da hast du recht. Und vor allem ist er auch sehr, sehr flach. Das heißt, er kommt auch unter Ihr Sofa, unter Ihr Bett. Und haben Sie in letzter Zeit mal unter Ihr Bett geschaut? Also ich habe es neulich mal gemacht und ich bin fast umgefallen. Ich habe gedacht, da habe ich irgendwie 5 Leichen vergessen oder so. Also der macht das automatisch. Ich mache es jetzt selbstständig, aber es ist immer sehr mühsam, gerade unterm Bett oder unterm Sofa. So, den Boden haben wir jetzt sauber. Jetzt kommt immer, zumindest zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Winter, der sogenannte Frühjahrs- und Winterputzen. Was dann immer in jedem Haushalt eigentlich dazugehören sollte, sind die Fenster. Ja, und da wäre es doch auch schön, wenn ich einfach ein kleines Helferlein hätte, welches mir die Fenster putzt. Und genau das haben wir jetzt, nämlich unseren Sichler Fensterputzroboter. Und ja, da ist auch wieder das Thema, ne? Putzen lassen. Es wird immer bequemer zu Hause. Ohne dafür zu bezahlen. Das finde ich noch interessant, weil wenn ich eine Putzfrau engagiere, die putzt natürlich auch. Aber die muss ich auch immer wieder bezahlen. Und hier sehen wir jetzt im Einspieler, das ist übrigens bei uns in der Redaktion, da haben wir richtig schöne große Fensterfronten, wie zuverlässig unser Putzroboter, unser Fensterputzroboter doch arbeitet. Von links nach rechts, von oben bis unten, der lässt keine Kante aus und macht auch keine Pause, bis das Fenster wirklich sauber ist. Ja, früher gab es ähnliche Roboter, aber die haben mit Magnethalterungen gearbeitet. Und wenn man heutzutage Sicherheitsglas hat oder Dreifachverglasung, dann würde das gar nicht mehr gehen. Und die neue Generation arbeitet einfach mit Vakuumtechnik, mit einer Ansaugtechnik. Und die ist absolut sicher. Und da können Sie auch außen die Fenster reinigen, selbstverständlich. Aber auch ja, Dachfenster bis zu 45 Grad Neigung, das ist mal richtig steil, können Sie da ohne Probleme reinigen lassen, ohne Angst zu haben, dass er abstürzt. Wintergärten, überleg dir das einfach mal ansetzen. Ja. Das Schöne ist ja, dass ich auch, nachdem der mit Vakuum arbeitet, ja keine zweite Person mehr brauche, mit der ich den montieren kann. Also einfach ansetzen, anmachen, dann saugt er sich fest und mit den Mikrofasertüchern, Sie sehen das, diese Pads, da sind 8 im Lieferumfang mit drin, geht das auch sehr sauber und umweltfreundlich, denn Mikrofaser, da brauche ich nicht wirklich großartig Reinigungsflüssigkeit dafür, sondern das Mikrofaser macht den Job von selber. Da ist übrigens auch ein sogenanntes Fangkabel mit dran, 4 Meter mit so einem kleinen Karabiner und damit, wie du es gerade gesagt hast, ist außen auch überhaupt kein Problem mehr, dass der abstürzen könnte. Und wenn er fertig ist, das ist ja das Tolle bei dem, der hat nämlich einen speziellen Lichtsensor, dann hört er auf zu arbeiten, piepst und sagt ganz freudig, ich hätte gern die nächste Scheibe. Ja, das ist nicht nur für den Privathaushalt bestens geeignet, sondern auch wenn Sie ein Geschäft haben mit Schaufenstern. Und da gibt es viele Reinigungsfirmen, die lassen sich Fensterputzfirmen kommen, einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate, zahlen dann ganz, ganz viel. Das geht einfacher. Ich habe meine Fensterputzfirma hier in der Hand. Einfach einmal einschalten. So, dann piepst kurz und jetzt saugt er an. Und ich setze ihn jetzt einfach mal an und dann nehme ich die Fernbedienung dazu. Und dann lasse ich ihn jetzt zum Beispiel einfach mal losputzen. Das kann ich dann mit einem automatischen Programm steuern oder ich steuere ihn links, rechts, hoch, runter. Das wird man vor allem am Anfang machen, wenn man mal zuschauen will, ob der wirklich funktioniert. Und wir lassen ihn jetzt mal quer über die Scheibe wandern. Und Sie sehen, ganz langsam wird hier Stück für Stück genauestens gereinigt.
Und so hat man dann den absolut optimalen Fensterputzerfolg. Also ich persönlich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, ich finde es vor allem auch gerade in solchen Problemzonen wie zum Beispiel Treppenhäusern, wo so ganz lange hohe Fenster sind. Da gibt es dann normalerweise immer dieses Thema, hat irgendjemand eine Leiter, die man auf Stufen anpassen kann? Ja? Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, wahrscheinlich auch wegen des Fensterputzens, denn man kommt nicht überall hin. Den Fensterputzroboter, den setze ich da an, wo ich ihn benötige und lasse ihn arbeiten. Und ich muss mir da auch keine Gedanken machen, ob es da um Arbeitssicherheit geht. Nö, da kann gar nichts passieren. Ja. Und der Kollege macht Ihnen das in kürzester Zeit. Der schafft einen Viertelquadratmeter in der Minute, also einen Quadratmeter Scheibe. In 4 Minuten, da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie schnell Sie Ihre Fenster tiptop sauber haben. Genau das ist der entscheidende Vorteil. Und wenn Sie sich einen Spaß draus machen wollen, setzen Sie sich gemütlich auf die Couch und gucken Sie einfach mal zu. Das kann nämlich auch wirklich entspannt. Jetzt hat er gesagt, so, alles sauber. Unsere Scheibe war einfach zu sauber. Also, Sie sehen, da macht die gründliche Reinigung. Jetzt kann ich ihn einfach abschalten. Hier wird das Vakuum abgeschaltet und dann muss ich ihn natürlich heben. Und dann kann ich ihn bestens an die nächste Scheibe legen. Also, ich finde es wirklich auch im Geschäftsbereich hervorragend. Ja. Und stellen Sie sich das mal vor, irgendwo, ja, Stadtmitte, Riesenfenster und Sie lassen den Roboter arbeiten. Ja, da werden automatisch mehr Kunden zu Ihnen kommen, denn die alle schauen, oh, was ist denn das? Ich kann es Ihnen sagen, Ihr neuer Fensterputzroboter. Und ich habe hier auch Kundenmeinungen, die ich hier gerne mal kundtun möchte. PL aus Stegersbach schreibt, ideal für schwer erreichbare Stellen wie Wintergärten, Glasdecken etc. Und R.P. aus Frankfurt, der Fensterputzer war nach 10 Minuten einsatzbereit. Und wenn man die Anweisungen in der Beschreibung richtig befolgt, dann ist das Ergebnis verblüffend gut. Also ich finde das immer toll, wenn unsere Produkte noch mal positiv überraschen. Wir sagen Ihnen schon, die funktionieren alle einwandfrei, aber wenn Sie dann uns noch so ein Feedback schicken, dann sind wir natürlich besonders dankbar. Ganz interessant ist übrigens, dass dieser Fensterputzroboter noch ganz andere Dinge kann. Fliesenspiegel im Bad, Fliesenspiegel in der Küche, das schafft er alles mit links. Und das ist tatsächlich so, dass das Vakuum so stark ist, dass er sogar über die Fugen drüber zieht. Das funktioniert perfekt und Sie haben es gerade eben im Film gesehen, wenn Sie keine Lust mehr haben, Ihre Glasduschbereiche mit der Hand sauber zu machen, dann lassen Sie doch ab jetzt den Fensterputzroboter dran, denn dafür ist er genau der richtige Spielpartner. Also ich finde es toll, dass es heute für Bezahlbares gilt, nämlich für 265,91 Euro, so tolle Helfer für den Haushalt gibt. Gerade bei älteren Herrschaften, die gerne noch selber Hand anlegen zu Hause, ist das wirklich eine tolle Sache. Es spart unheimlich viel Zeit, Kraft, Nerven. Und es spart Kosten, denn das ist eine Einmalinvestition. Und die Mikrofaserpads, die können Sie jederzeit bei 30 Grad in der Waschmaschine mitwaschen. Das heißt, da haben Sie lange was davon. Wollen Sie sich gleich noch einen 10er-Pack zusätzlich dazu bestellen, fragen Sie im Callcenter nach. Wir haben die natürlich auf Reserve. Und insofern haben Sie dann ja ab sofort die Entspanntheit schlechthin. Sie sitzen auf dem Sofa und gucken zu, wie geputzt wird und das auf dem Boden. Und an Fenstern. Schöner geht's nicht. So, das Thema Sauberheit haben wir jetzt geklärt. Der Boden ist sauber und die Scheiben sind sauber. Jetzt kommen wir zum Thema Sicherheit. Seit 01.01.2015 ist es in ganz Deutschland Pflicht, und zwar Rauchmelder. Ja, und ich finde, das ist endlich mal ein Gesetz mit sehr viel Sinn. Weil, ganz einfach, es geht im Ernstfall nicht nur um irgendwelche Versicherungen, sondern es geht um ihr Leben. Wie oft hat man früher gelesen, Katze rettet Familie vor Feuertod. Ja, jetzt brauchen Sie sich nicht mehr auf Ihre Katze zu verlassen, denn jetzt haben Sie dann Rauchmelder. Und das in jedem Zimmer. Und die warnen Sie, sobald etwas Rauch aufkommt. Und Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn Sie Raucher sind, nicht durch Ihren Zigarettenrauch wird das ausgelöst, sondern wirklich erst, wenn dichte Rauchwolken dann nach oben ziehen. Dann gibt es 85 Dezibel Warnton. Ja, und da wird, glaube ich, jeder wach. Die sind einfach anzubringen. Wie einfach, werden wir Ihnen im Laufe der Sendung auch noch zeigen. Aber es ist natürlich ein Stückchen Sicherheit. Und ich kann dann auch wieder viel, viel ruhiger schlafen. Und gerade in letzter Zeit liest man ja wieder viel. Also letztes Jahr waren es auffällig viel. Ja. Wohnungsbrände, Hausbrände. Mhm. Und wenn ich dann die Sicherheit habe, dass ich nachts geweckt werde, denn nachts schaltet das Gehirn ja den Geruchssinn aus, dann kann mir auch nichts passieren. Solche Rauchmelder sollten eigentlich an den wichtigsten Punkten sein. Im Flur zum Beispiel, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, da, wo man sich am meisten aufhält. Natürlich sind aber auch Kinderzimmer wichtig und deswegen geben wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, unsere Spaßsets
sich zuzulegen. Wir sind nämlich einer der ganz wenigen, die derzeit liefern können. Die sind in ganz Deutschland ausverkauft. Und unser Vierer-Spaßset für unsere fotoelektrischen Rauchmelder kostet mal gerade 23,66 Euro. Sie können auch gerne mal nachfragen bei einem Fachgeschäft. Da gibt es dann, was ist das letztes Mal gesagt, diese Wartungsverträge. Das heißt, alle halbe Jahre kommt ein Kollege, drückt mal aufs Knöpfchen, verlangt dann dafür für die Stunde 70, 80 Euro. Das ist ja meistens nicht gerade günstig. Und so haben sie dauernd Folgekosten. Die sind nach deutscher Industrienorm und nach europäischer Norm geprüft. Das heißt also, jeder Schornsteinfeger nimmt den ab, die sind offiziell. Und das ist eine wirklich kleine Investition für einen ganz, ganz, ganz großen Nutzen. Stellen Sie sich mal vor, es fängt nachts bei Ihnen an zu brennen. Hab und gut, vor allem Ihre Familie. Alles geht in Rauch auf. Das ist eine Katastrophe. Sowas darf nicht mehr passieren. Und deswegen muss ich persönlich sagen, finde ich dieses Gesetz eines der ganz wenigen sinnvollen in den letzten Jahren, was die Bundesregierung rausgegeben hat. Und wir merken es ja an unserem Bestellvorkommen. Also es gibt anscheinend noch viele Wohnungen, die ausgestattet werden müssen. Greifen Sie zu, damit auch Sie die Sicherheit zu Hause haben. Denn für so kleines Geld ist das wirklich eine tolle Sache. Ja, die NC9198 und die 569, das ist die Bestellnummer. Wie gesagt, für unser Viererset hier für unschlagbare 23,66 Euro. Übrigens wird auch der Stand der Batterie, wenn der zu niedrig wird, wird er optisch angezeigt. Und Sie können jederzeit einen Funktionstest machen, indem Sie ein Knöpfchen drücken. Aber aufpassen, dann heult die Sirene mit 85 Dezibel kurz mal los. Also da nicht erschrecken, aber Sie können dann sicher sein, dass Ihr Rauchmelder noch funktioniert. So, jetzt haben Sie aber eine Firma oder ich sag mal ein richtig großes Haus und sagen, ich möchte aber mein ganzes Haus oder die ganze Firma mit Rauchmeldern ausstatten. Und auch da haben wir jetzt wieder ein Sonderangebot für Sie, nämlich Rauchmelder im sage und schreibe 10er-Pack. Ideal auch für 2- bis 4-Parteienhäuser, gibt es ja, ne? Aus den 60er, 70er Jahren. Man hat 3, 4 Wohnungen. Und wenn Sie jetzt einfach mal zusammenlegen, wenn Sie alle jetzt zum Beispiel Mietparteien sind und der Vermieter vielleicht nicht hinterherkommt derzeit, es ist gesetzlich Pflicht. Stellen Sie mal vor, dass Ihre Hausratversicherung sagt, wenn Sie jetzt keinen Rauchmelder mehr haben und irgendwas passiert, die werden nicht zahlen, definitiv die nicht. Die sagen April. Ja. Mhm. Und das sogar schon im Januar. 47,41 Euro für 10 Rauchmelder. Das sind die großen mit knapp 12 cm Durchmesser. Schön ist, dass die alle weiß sind, denn sie sollen am besten an der Decke montiert werden. Rauch steigt nach oben. Und insofern sieht man die dann auch so gut nicht. 47,41 Euro für 10 Stück, also 4 Euro. Rechnen wir mal runter, 4,74 Euro für einen Rauchmelder. Wo kriege ich sowas denn vor allem? Wo ist es derzeit lieferbar? Ja, bei Pearl TV auf jeden Fall. Kommt in wenigen Tagen zu Ihnen. Die Installation ist auch denkbar einfach. Das werden wir Ihnen gleich noch zeigen, wie einfach das ist. Wie einfach ohne handwerkliche Fähigkeiten ich Rauchmelder an der Decke anbringen kann. Und wenn man bedenkt, wenn man so Statistiken mal liest, schauen Sie da ruhig mal im Internet nach, bei Feuern, die Leute, die sterben, nur 10% sterben wirklich am Feuer, die anderen 90% an einer Rauchgasvergiftung. So ist es leider. Und wenn ich dann rechtzeitig gewarnt werde, ist das wirklich eine tolle Sache. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Thema. Mal zwischendrin, wie viele Situationen gibt es denn im Leben, wo man Batterien braucht? Ja, zum Beispiel für die Rauchmelder, zum Beispiel für Fernbedienungen, für Spielzeug, für, ach, was noch alles, meine Uhr, richtig, all da brauche ich Batterien. Und da kann man auch viel, viel Geld ausgeben, vor allem, wenn man mal einen Notfall hat mit Batterien. Dann geht man abends noch mal kurz an die Tankstelle, kauft sich 2 Batterien für 5,99 Euro und denkt, boah, hätte ich bloß vorher dran gedacht. Wir geben Ihnen jetzt die Möglichkeit, dran zu denken. Und hier haben wir ein 20er-Set der sogenannten Doppel-A-Batterien. Und da kosten nicht 2 Stück, nicht 4, nicht 6, nicht 8, nein, sondern alle 20 gemeinsam kosten gerade mal 4,66 Euro. Sind quecksilberfrei, ganz wichtig, und sind Alkaline-Batterien. Das heißt also Hochleistungsbatterien. Wir bei Pearl kaufen in so großen Mengen ein, dass wir von einem namhaften Hersteller uns die labeln lassen. Doppel-A, das heißt also die Mignon-Zellen, 20 Stück für 4,66 Euro, würde ich gar nicht lange überlegen, sofort zuschlagen und mit dazu bestellen, die PX1569 und die 569 für das 20er-Pack in Doppel-A. Und dann gibt es natürlich die immer kleineren Batterien und das ist die sozusagen der Mikro, die Triple-A. Und auch da, Sie werden lachen, haben wir ein 20er-Pack für Sie. Für unschlagbare 4,66 Euro, kannst du übrigens vom letzten Wochenende, letzten Samstag Baumarkt sagen, die mit dem Häschen früher, die so unheimlich lang liefen. 4 Batterien
6,99 Euro. Da frage ich mich ehrlich gesagt, haben die einen an der Klatsche? Denn wenn ich 20 Batterien für 4,66 Euro kriege, dann brauche ich da gar nicht mehr großartig hochzurechnen, dann bestelle ich bei uns. Nirgendwo anders. Und ich hatte immer ein Problem mit unterscheiden, was sind ein Doppel-A, was ein Triple-A. Ich zeige Ihnen beide nochmal übereinander. Also, ich habe die immer als die kleinen und die großen kleinen bezeichnet. Die großen kleinen sind Doppel-A, die ganz kleinen sind Triple-A. So kann man sich das, glaube ich, gut merken. Und hier sehen wir es auch im direkten Vergleich und jeweils 20 Stück für 4,66 Euro. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zu den Rauchmeldern. Und ich hatte Ihnen vorhin gesagt, man braucht überhaupt keine handwerklichen Fähigkeiten, um einen solchen Rauchmelder anzubringen. Und das in, mit Sicherheit unter 5 Minuten. Doch, eine schon. Man muss Folien abziehen können. Fingernägel sollte man haben, ja, oder jemand kennen, der Fingernägel hat, weil es ist wirklich denkbar einfach. Wir haben hier eine Klebefolie und auf der anderen Seite eine Metallseite. So, jetzt ziehe ich die Klebefolie ab. Jetzt sind die Fingernägel vonnöten. Na, ich habe zwar, aber ich krieg's jetzt. Also du hast recht, man braucht ein paar Minuten, aber jetzt sehen Sie es, diese Doppelklebeseite. Und die mache ich jetzt einfach mal ab und klebe sie mir mal an die Hand. Und meine Hand dürfte so ziemlich das Unbequemste sein, was es überhaupt gibt, damit irgendwas klebt, weil fett, feucht, uneben. Also können Sie sich vorstellen, das hebt jetzt an jeder. Und das andere Pad, das ich hier daneben habe, das klebe ich jetzt an den Rauchmelder. Und dann mache ich mit dem Rauchmelder einfach so. Montiert, ohne Bohren, ohne handwerkliche Fähigkeiten, einfach in wenigen Minuten. Ganz wichtig ist auch, dass Sie natürlich später mal mit Aceton oder Waschbenzin natürlich diese Magnethalter jederzeit wieder abmachen können. Wenn Sie jetzt in einem Mietverhältnis sind, wo Holzdecken in einem Wohnzimmer da sind, da würde ich nicht reinbohren, weil das nachher wieder zuzukriegen ist ein kleines Problem. Da sagt der Vermieter, du pass mal auf, also 85 Quadratmeter Holzdeckenpaneele, das zahlst du jetzt. Nee, festkleben. Für Raufasertapeten, natürlich auch für Rauputz, ideal geeignet, denn diese Doppelklebebänder, die sind sehr dick und ja, aufgeschäumt. Das heißt, die passen sich einem rauen Untergrund perfekt an. Eben auch und Ralfs Hand. Hebt hervorragend. Also ich kann die andere Scheibe jederzeit wieder abmachen und es hebt immer noch. Also da brauchen Sie keine Angst haben, egal ob Raufaser, ob Lack an der Decke glatte ist Flächen. Oder ob Holz, wie du es gerade gesagt hast, glatte Flächen, das hebt zu 100%. So einfach kann ich mir einen Handwerker sparen. Und wenn Sie gesagt haben, oh, ich will eine Firma beauftragen, die soll mir bohren, denken Sie an die Kosten. Hier können Sie es in wenigen Minuten selber machen. Und hier kostet das Viererset gerade mal 18,91 Euro. Dafür wird ein Handwerker nicht mal bei Ihnen an der Tür klingeln. Nö, noch nicht mal anrufen. Wahrscheinlich nicht. Das ist echt ein toller Preis. Und wie gesagt, die Montage ist kinderleicht. PX 7541 und die 569. Wenn Sie jetzt schon die ganze Zeit vom Fernseher sitzen und sagen, oh, so Riesendinger, das sieht doch grausam aus. Ihre Frau stockt ihn schon in die Seite und sagt, nein, die bestellst du nicht, das ist alles viel zu groß. Ich will, dass das gar nicht großartig auffällt. Dann haben wir jetzt auch noch was für Sie. Denn wir denken ja auch an alle Menschen, denen Ästhetik und Sicherheit unheimlich wichtig sind. Und deswegen bieten wir Ihnen jetzt unsere wunderschönen Mini-Rauchmelder an. Und auch da haben wir ein Viererset für Sie. Und das auch für ganz kleines Geld, denn ganz ehrlich, es muss ja nicht immer auffallen, gerade in kleinen Räumen, Gästetoiletten, ein Bad, wenn man da so große Rauchmelder hat, das fällt sofort ins Gesicht oder ins Auge. Hier mit den kleinen, die sind mal gerade 5,5 cm im Durchmesser, haben Sie dann natürlich auch wirklich noch eine richtig gute Lösung, die auch noch schick aussieht. Und auch hier natürlich eine zuverlässige photoelektrische Raucherkennung und das Ganze jetzt aber wesentlich unauffälliger. Hier haben wir übrigens Langzeitbatterien drin, das heißt 5 Jahre halten die. Und das ist auch mal eine Sache, wenn ich mir 5 Jahre lang keine Sorgen mehr machen muss, ob denn da die Batterie hält, muss nicht kontrollieren. Ab und zu mal einen Funktionstest, da haben wir hier auch einen kleinen Knopf und dann heult's los, ganz kurz mit 85 Dezibel. Also auch das entspricht natürlich der Norm, die vorgeschrieben ist in Deutschland, mittlerweile glaube ich auch in ganz Europa, sodass Sie also auch hier auf der sicheren Seite sind, was die Bauvorschriften angeht und natürlich auch was Ihr Leben unter Umständen angeht, weil darum geht es, wenn es wirklich mal anfängt zu brennen. Überleg dir mal, das sind 28,41 Euro dafür, dass man Leben rettet, dass Hab und Gut geschützt wird. Das ist so ein kleiner Betrag, den sollten Sie wirklich investieren. Sie müssen ja, denn es ist ja vorgeschrieben seit 1.1., aber wenn es für so kleines Geld geht, geht das rucki zucki. Wenn der Vermieter einfach nicht aus dem Quark kommt, dann tun Sie es jetzt einfach selber und sagen ihm bei der nächsten Miete, du pass auf, wir haben 28,41 Euro in die Sicherheit deines
Eigentums unserer Wohnung, unseres Lebens investiert. Und da wird niemand Nein sagen. Das Viererset nochmal 28,41 Euro mit der Bestellnummer NC9176 und der 569. Dass die Batterien 5 Jahre halten, ist natürlich auch nochmal ein Riesending. Ne? Ja, muss ich mir, da wirklich keine Sorgen machen. Aber auch hier ist natürlich eine optische Anzeige, die mir dann mal nach 5 Jahren anzeigt. Oh, so langsam wird es Zeit, Batterien wechseln. Für mich sind Rauchmelder eines der besten Gesetze, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Über viele schüttel ich einfach nur den Kopf. Hier kann ich nur sagen, jawohl, richtig gemacht, denn so werden Leben gerettet. Und wenn Sie so ein kleiner Gesetzesmuffel sind, hier sollten Sie also auch unbedingt mitmachen, denn es geht um Sicherheit, es geht im Zweifelsfall um Ihr Leben und um das Leben Ihrer Familie. Also mitmachen, bei uns ist es für kleines Geld möglich, eben das Viererset für 28,41 Euro. Und wir können liefern. Das kommt noch dazu. Ja. Mit der Bestellnummer übrigens NC9176 und der 569. Jetzt wechseln wir mal wieder das Thema. Jetzt kommen wir nicht zu Feuer, sondern unter Umständen zu Wasser. Und jeder, der schon mal Schimmel in der Wohnung gehabt hat, oh, der ja, weiß, wie unangenehm das ist. Und das kann ich vielleicht im Vorfeld schon mal sehr, sehr einschränken, indem ich meine Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen gepaart mit meiner Temperatur messe. Und wenn es mal zu feucht wird, dann weiß ich, oh, in diesem Raum steigt mein Schimmelrisiko. Einfach mal messen. Und da haben wir ein digitales Hygrometer mit Thermometer hier. Und das ist besonders einfach abzulesen, vor allem mit dieser wunderbaren, bunten Grafik. Im grünen Bereich alles okay. Wenn es dann mal ins Rote oder ins Schwarze geht, dann sollte man doch langsam reagieren. Im roten Bereich ist es dann auch, dass Sie sich nicht zu wundern brauchen, dass Ihre Pflanzen die Köpfe hängen lassen, dass die Pflanzen eingehen. Das ist nämlich einfach zu trocken. Man sagt ja, 50-55% Luftfeuchtigkeit ist das Ideal zu Hause. Und wenn Sie alte Holzdielen haben, in einem Altbau wohnen und sich im Winter wundern, warum die Holzdielen so knarzen, ganz einfach, die sind furztrocken. Genau darum geht's. Also prima Klima zu Hause, jederzeit kontrollierbar. Gibt es übrigens bei uns auch wunderschöne Luftbefeuchter, mit denen Sie gut arbeiten können. Ich habe mir neulich erst selber eingekauft. Aber mit dem Hygrometer habe ich genau immer den Überblick. Und wenn Sie vielleicht so einen muffigen Keller haben und sich nicht ganz sicher sind, kippt der mir jetzt irgendwann um oder nicht, dann hängen Sie einfach dieses kleine Hygrometer im Keller auf, überall da, wo Sie wollen, entweder mit Magnet oder mit einem kleinen Nagel oder, wie wir es hier haben, mit diesem kleinen Fuß, damit ich die aufstellen kann. Und eine Temperaturanzeige ist gleichzeitig auch noch mit dabei. Wenn Sie sich also fragen, wow, wie viel Grad sind dann eisekalt, dann zeigt er Ihnen an, 6 Grad sind wirklich eisekalt zu Hause und dann sollten Sie auch noch ein bisschen heizen. Für 6,56 Euro finde ich das einen ganz tollen kleinen Helfer. Und deswegen sollten Sie sich auch den gleich mit dazu bestellen. Hat in den letzten Wochen übrigens bei uns in den Sendungen gezeigt, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, wie es mit der Luftfeuchtigkeit zu Hause aussieht, denn der läuft bei uns wie verrückt. Bestellen Sie ihn dazu. 6,56 Euro ist nur wirklich kein Geld. Und so trockene Luft oftmals ein Indikator für Erkältungen. Das unterschätzt man leicht. Viele sagen, oh, im Winter werde ich so schnell kalt. Aber Kälte macht nicht kalt oder macht nicht krank. Nein, überhaupt nicht. Genauso wenig wie Wärme gesund macht. Aber die Schleimhäute werden trockener. Und dadurch ist man viel, viel angreifbar durch verschiedenste Viren und Bakterien. Und wenn ich dann wenigstens bei mir zu Hause das optimale Luftklima, die optimale Luftfeuchtigkeit habe, dann minimiere ich auch da schon mal um einiges das Risiko, krank zu werden. Ist auch eine tolle Sache. Und wenn es dann doch mal zu feucht ist, also wenn Sie feststellen, oh, ich habe 77%, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und ich habe Angst, ja, dass es vielleicht doch mal zu Schimmelbildung kommt, irgendwo in den Ecken oder hinter den Schränken, wo man es vielleicht gar nicht sieht. Da haben wir hier auch ein kleines Gerät für Sie, was Ihnen da wirklich sehr große Dienste erweisen kann. Der ist gleichzeitig auch geruchshemmend und keimtötend. Das heißt, bestes Beispiel, ich habe meine Sommerklamotten im Winter im Keller in den Schrank getan. Es fängt so ganz leicht an, modrig zu riechen. Ich hole mal Klamotten raus, gehe da so, hol mir so eine Prise und denke mir so, oh, 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 das riecht aber alles ein bisschen sehr nach Keller. Dann stellen Sie den zum Beispiel in den Kleiderschrank rein. Der auf ganz natürliche Weise entzieht der Luft die Feuchtigkeit und kämpft eben auch noch gleichzeitig gegen schlechte Gerüche. Ist ja meistens so, wenn es modert, fängt es an zu müffeln. Und den kann ich dann ganz einfach nachts austrocknen lassen. Für kleine Räume, für Badezimmer, überall da, wo sehr schnell so Stockfeuchtigkeit entstehen kann. Sie sehen es jetzt gerade im Film auch mal in der Gästetoilette, ist das der ideale Helfer. Der kostet 12,60 Euro. Das ist also wirklich. Und nicht viel. Nur zu Hause, auch für Leute mit Wohnwagen, mit Wohnmobilen, vielleicht mit einem Boot. Stellen Sie das auf, weil wenn Sie mal
gerade ins Boot kommen nach ein paar Wochen Abwesenheit und die Fenster sind innen so beschlagen, dann wissen sie, oh, ich glaube, hier ist es ein bisschen zu feucht. Und eben für 12,26 Euro können sie hier die Luftfeuchtigkeit absolut sicher regulieren. Und ja, da ist Granulat drin, das hält 3 bis 4 Monate und dann bereitet man es einfach wieder auf im Ofen oder in der Mikrowelle. Also einfach zu handeln, günstig im Preis. So, und jetzt haben wir Ihnen wirklich viele, viele Produkte gezeigt, vom Staubsaugen übers Fensterputzen, über die Rauchmelder bis hin zur Luftfeuchtigkeit. Ich hoffe, das Richtige war für Sie dabei und dann wünsche ich viel Spaß damit.